Der große Rat der Ameisen trifft sich unter einem Fliegenpilz. Sein rot-weiß getupftes Dach bietet Schutz vor der Sonne und Regen. Der Anlass des Treffens ist eine mutwillige Zerstörung ihrer Stadt, des Ameisenhügels, durch die Menschen. Eine Stadt in einem neuen Hügel muss bald gebaut werden, da die Ameisenkönigin ihre Kinder erwartet. Der Rat besichtigt einige schöne Plätze im Wald. Er findet einen geeigneten Platz unter hellen Lärchenbäumen. In der Nähe stehen dichte Buchen und hohe Tannen. Hier werden sie ihren neuen Stadthügel bauen. Alle Ameisen des Staates müssen sich am Bau beteiligen. Nur die Königin darf ruhen. Die Ameisen laufen in alle Richtungen des Waldes. Für den Bau brauchen sie viele, viele Tannennadeln und winzig kleine Hölzchen. Tag für Tag schleppen die Ameisen ungezählte Tannennadeln und ziehen die kleinen Hölzchen hinter sich her. In alle Himmelsrichtungen sieht man die Ameisen in langen Straßen laufen. Schwer bepackt kommen sie wieder zurück, werfen ihre Last ab und beginnen von neuem. Langsam wächst der Stadthügel in die Höhe. Drinnen sitzt warm und geschützt die Ameisenkönigin. Die feinsten Leckerbissen werden ihr serviert. Sie muss bei Kräften bleiben, denn das Eierlegen ist eine anstrengende Arbeit. Sie ruht sich dazwischen immer wieder aus. Müde ist sie. Ihr Körper ist schwer, ganz schwer. Fühl mal, wie schwer der Körper ist. Der ganze Körper ist schwer. Ruhig und entspannt fühlt sie sich. Fühl mal, wie ruhig und entspannt sie ist. Wohlig warm ist ihr. Der Körper ist warm, ganz warm. Fühl mal, wie warm er ist. Wie wohlig warm. Sie ist ganz ruhig und entspannt. Sie fühlt sich wohl. Eine tiefe Ruhe durchströmt sie. In der Zwischenzeit sind die Arbeitsameisen nicht faul. Sie schleppen ihre schweren Lasten. Eine Ameise hat sich von den anderen entfernt. Sie hat die Ameisenstraße verlassen und findet in einem dichten Tannengehölz besonders schön duftende Nadeln. Plötzlich erschrickt sie. Eine fette Raupe im bunten Pelz läuft ihr direkt vor die Füße. Beide sind sehr erschrocken. Eigentlich will jede ungestört ihren Weg fortsetzen. Aber keine macht den ersten Schritt. Die Ameise spritzt der Raupe eine Flüssigkeit entgegen. Die brennt der Raupe auf ihrem Pelz. Sie bäumt sich auf und streckt wütend ihren Kopf der Ameise zum Angriff entgegen. Die fällt vor Schreck auf den Rücken und streckt hilflos alle Viere von sich. Da will sich die Raupe auf sie stürzen. Ein Zischen ist in der Luft zu hören. Urplötzlich stürzt ein Vogel durch die Tannen direkt auf die beiden zu. Mit einem Griff seines Schnabels greift er die Raupe und fliegt pfeilschnell in die Lüfte.
Die Ameise atmet auf. Da hat sie noch einmal Glück gehabt. Sie muss sich nun ausruhen. Sie legt sich ins weiche Moos. Ihre Glieder sind schwer geworden, ganz schwer. Ihr Körper sinkt schwer in das Moos hinein. Fühl mal, wie schwer er ist. Sie ist nun ruhig und ganz entspannt. Sie liegt gelöst und entspannt im weichen Moos. Ihr Atem geht ganz ruhig ein und aus. Fühl mal, wie ruhig und entspannt sie ist und wie ruhig sie atmet. Sie ist nun ruhig und ganz entspannt. Sie liegt gelöst und entspannt im weichen Moos.